1000 Kilometer quer durch Europa. Es warten heißer Asphalt, heißes Essen und ein Ziel. Aus den besten Streetfood-Ideen ein neues Gericht kreieren, um es in Deutschland zu verkaufen. Von Polen geht es über Ungarn nach Österreich. Krakau, Polen. Die erste Station von Andrew und Klaus. Polen gilt als Durchstarter im Streetfood-Geschäft. Geschätzt 1000 Foodtrucks gibt es hier. Aber so erwartungsmäßig vielleicht viel Wurst, you know? Wurst. 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 Ja, Polen ist so Wurstland. Ne? Sonntag, 9 Uhr. Klaus und Andrew wollen sich die Zlot Food Truckhof ansehen. Ein zweitägiges Streetfood-Festival. Sie treffen Valenti. Er ist in ganz Polen für seine traditionelle Küche bekannt. Ziege, Reh, Pferd und Schweinefleisch. Ihr probiert. Ah, sieht ihr das Fleisch an? Rot, von innen. So kannst du sehen, ob das Pferdefleisch ist, ja? Mhm. Untergebracht. Es ist so richtig dunkelrot, okay. Ja, und gekocht. Das ist lecker. Für Klaus und Andrew die erste Inspiration für ihr neues Foodtruck-Gericht. Vielleicht ein polnisches Wurst in so eine Suppe. So, wenn wir so eine Pferdefleischwurst nehmen würden. Oder Hack. Wirklich ein geiles Hack. Geiles Hack. Ja, also Hackfleisch. Hackfleisch. Hm? Mit Gewürz und Zwiebel. Und halt so als, ja, vielleicht auch so potmäßig, ja, so ein Topf halt so in der Art. Ja. Bei Valenti steht noch etwas anderes auf der Karte. Bullenhoden. Das ist die Caronas. Check that out. An die Eier kommen Paprika, Zwiebeln, Salz und Pfeffer. Dann 10 Minuten kräftig köcheln. Nimm ein Stück. Sei nicht so ein Weichei. Hast du kleine Eier oder was? Big Balls. Cheers. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Spezialitäten, ja, das glaube ich, aber für mich jetzt nicht unbedingt. Für mich ist das wirklich so, wie eine nasse Hundeschnauze riecht, so schmeckt es. Ob sich Klaus da nicht etwas anstellt? Im Sandwich sehen die Bullenhoden doch ganz gut aus und den Kunden schmeckt's. Die nächste Station, Dabrowa Gornica, ist eine Stunde von Krakau entfernt und liegt in einem Industriegebiet, vergleichbar mit dem Ruhrgebiet. Hier steigt das beliebte Streetfood-Festival Jarci Woje. Und hier gibt es Zapianka. Im Grunde ein Baguette mit Schinken, Barbecue-Soße und Käse. Vergleichbar mit einer polnischen Pizza. Klaus hat sich einen Burger zum Probieren besorgt. Das ist schon gut. Schönes butteriges Brötchen. Fleisch ist auch gut gemacht, ne? Fast der Pilz so durch. Es ist zu durch, aus meiner Sicht, und fehlt ein bisschen Fett da drin. Nein, also das ist schon, das ist wirklich ein geiles Baguette. Was natürlich immer geil kommt, ist halt Bacon. Ne? Der Trip nach Polen hat sich gelohnt. Klaus und Andrew haben sich entschieden. Ihr Gericht wird aus Hackfleisch bestehen. Aber die Polen sind ganz großartige Fleischesser, ne? Ja. Also die Fleisch in allen Gerichten. Allen Gerichten und dann auch sehr martialisch, sag ich mal. Doch was hat das nächste Land zu bieten? Von Polen über die Slowakei geht es nach Ungarn. Genauer gesagt, in die Hauptstadt, Budapest. Ungarn ist momentan der größte Geheimtipp in der Streetfood-Szene. Ich erwarte auf jeden Fall mal, also vom Essen her, Schärfe natürlich. Schärfe? Wegen, ja. Paprika natürlich, mhm. Ja, glaubst du? Okay. Ich glaube schon, dass die noch mal einen Ticken schärfer essen als die Polen. Du magst Schärfe, ne? Ich mag scharf total, ja? Gern, ja. Die Hauptstadt Budapest sieht auf den ersten Blick gar nicht nach Streetfood aus.
Aber in kleinen Hinterhöfen verstecken sich wahre Streetfood-Perlen. Schön, dich zu treffen. Ich bin Klaus. Freue mich. Ich bin Thomas. Thomas, ich bin Andrew. Schön, dich zu sehen. Kommt rein. Ja, gern. Ohne Arbeit kommen die Männer hier nicht ans Essen. Wichtigste Zutat, frisch geschnittene Paprika. Also die Paprika ist jetzt fast fertig. Ja, die muss so einen leichten Crunch noch haben. Muss auch ein bisschen, hier sieht man es ganz gut, ankaramellisieren, weil dann die Süße eben gut zum Tragen kommt und darf eben nicht voll durchgebraten sein, weil sie dann so ja, glitschig, glunschig, was weiß ich, wie man es nennt wird. Paprika ist in Ungarn fast allgegenwärtig. Eine weitere wichtige Zutat, der Langoschteig. Jeder Ball soll 180 Gramm wiegen. Wichtig ist vor allem das gefühlvolle Kneten. Das ist der wichtigste Teil. So gibst du die Liebe in den Teig. Ein Teig kann eben auch entzücken. Den Teig müssen sie auseinanderziehen und dann tauchen sie ihn ins heiße Fett. Like this? So? Ja, das ist Tequila bitte, wenn er ist. Du musst ihn runterdrücken, bis er hart ist. Until it's hard. You feel it? Yeah, mehr, noch mehr. More. Push it, yeah. Auf den fertigen Langosch kommen dann Ziegenkäse, Paprika, ein Fleischpatty und Rucola. Ein außergewöhnlicher Burger für umgerechnet 4,50 Euro. Die Paprika schmeckt man sehr gut raus. Normalerweise hast du Tomatensoße oder sowas. Aber mit der Paprika schmeckt es besser als mit einem Tomatenketchup. Das ist eine leckere Kombination, gefällt mir. Freut mich, dass es euch schmeckt. Ungarn hat Klaus und Andrew voll überzeugt. Als Zutat nehmen sie von hier vor allem Paprika mit. Aber irgendwas fehlt doch noch. Die beiden fahren weiter, 4 Stunden nach Wien, in die Hauptstadt von Österreich. Hoffentlich finden sie hier die letzte Zutat für ihr neues Gericht. Würstelbuden gehören zu Wien wie der Currywurst-Imbiss zu Berlin. Und hier finden Klaus und Andrew die Wurzeln des Streetfoods-Geschäfts von Österreich. Seit 90 Jahren hast du jetzt gibt's so? Genau, seit 90 Jahren. Ich bin die dritte Generation. Das war dann der Opa. Das war der Opa, genau. Und der ist ja tatsächlich noch damals mit einem der ersten Foodtrucks, wie wir heute sagen würden, mit dem Holzwagen auf den Markt gefahren und musste dann auch wieder weg davon. Am Tag verkaufen sie hier bis zu 300 Würste. Klaus und Andrew wollen die Big Mama probieren. Da ist sie, das Prachtstück. Ein halbes Kilo Käsekrainer mit Beilagen wie saure Gurken, Peperoni, Ketchup und Senf. Sehr festes Fleisch, ne? Ja. Aber sehr geschmackig. Weil mit dem Aber Käse durch die Käse, ne? Eine sehr angenehmes, rundes Geschmack im Mund. Ne? Aus Polen, Ungarn und Österreich konnten Klaus und Andrew viel mitnehmen. Die Idee fürs eigene Gericht steht fest. Brot? Brot, definitiv. Ja. Auf jeden Fall Rinderhackfleisch, packen wir rein. Ja, wir haben viel Fleisch gesehen. Käse? Käse, ein bisschen Paprika. Vielleicht ein bisschen was mit Wurst mit rein. Also es wird im Grunde so ein Pot, sage ich immer. Ja? A Pot, I like unser, that idea. Unser eigener Pot. Das ist eine super Idee. Und 2 Monate später hat genau dieses Gericht Feuerprobe. Fürstenfeldbruck, 1 Stunde von München entfernt. Hier findet das wohl beliebteste Foodtruck-Festival Deutschlands statt. Klaus und Andrew probieren hier ihr Gericht zum ersten Mal aus. Den Klaus und Andrew Pot. Es ist ein großer Eintopf aus Zwiebeln, süßer Paprika und würzigem Paprikapulver aus Ungarn. Dazu Hackfleisch und Tomaten. Gut umrühren. Das gewisse Extra, würziger Cheddar-Käse und ein bisschen Kunst. Aber guck mal, Handgriff 1, der Brot einschneiden. Handgriff 2, der Pott. Handgriff 3, der Schnickschnack hier oben. Ja, es war 3 Handgriffe. Ja. Einmal mit oder ohne Wurst? Magst du mit oder ohne Wurst? Mit Wurst. Ja. Für 1 Euro extra gibt es noch Krakauer Wurst obendrauf. Damit kostet der Pott 7 Euro. Die ganze Geschichte über die Suche nach dem ultimativen Streetfood und wie es bei den Kunden ankommt,
gibt's am Sonntag ab 9:15 hier bei Kabel 1. Bei Abenteuer leben.